Ich bin immer noch so fett. Oh, und eine Katze ist ganz nett bei Let's Play. Tribal Hunter. Warum hört sich der Hintergrundmusik an, als wir es furzen? Hey, endlich mal ein freundliches Gesicht. Wollte ich auch gerade sagen. Hey, und an alle da draußen ein frohes neues Jahr, wenn auch sehr verspätet. Bin es jetzt dazu gekommen, wieder neues Material aufzunehmen, das andere war aus dem Vorjahr. Du schaust aus, als wärst du von dieser Entdeckergilde. Naja, ich bin von einer anderen Gruppierung, die das diese Insel. Ich untersuche gerade diesen Dschungel. Was Neues gelernt? Außer der Tatsache, dass diese großen Pflanzen scharf darauf sind, uns mit diesem Schleim vollzupumpen, fast nichts. Ich würde an deiner Stelle den Dschungel behalten. Je tiefer du gehst, desto unheimlicher und dunkler wird es. Leider muss ich aber. Oh je, dann viel Glück. Pass aber auf, diese Pflanzen und die lästigen Fische auf. Werde ich. Ich meine ich. Platz. What? Warum sind die Piraten hier noch? Willst du eine Pizza? So, wir haben gelernt, wir müssen gegen diese Luftdschinne oder... Okay, es kann nur geradeaus. Nicht in die Kacke! Raus aus der... In die Kacke! Gib mir dein Taschengeld, das brauchen wir. Glaube ich. So, wir nehmen einfach mal mit. So, ich hau dir. Ich hau dir. Und da gehe ich aber jetzt nicht runter. So, das nehmen wir mal mit. Immer noch keine komischen Eier gefunden in diesem Spiel. Da müssen meine Kokonnes ausreichen. So. Ah, die Musik hat gerade eine coole Stelle erreicht. Einfach drunter durchlaufen. Okay. Ah, ich mag... Hier bestimmt. Oh Gott. Dabei habe ich den Biss doch gar nicht eingesaugt. Ach so, stimmt ja. Ich erinnere mich gerade. Ich bin jetzt... Das ist jetzt bestimmt irgendwie... 3 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal das Spiel spiel hier. Und mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich ja noch mit dem komischen Häuptling sprechen soll, um herauszufinden, weswegen mir die Pilze hier keine weitere Güte in der Magenausdehnung zuteil werden lassen. Aber ich war doch auch einmal zurück und deswegen, und er sagte, ich sag dir trotzdem was. Oh, oh, Mr. Bazooka George. Haha! Ich kann dein Projektil einfach weg. Schmelzen mit meiner Münzschmelze. Ja. Warum haben es die Piraten geschafft, hier hinzukommen, wenn mittendrin diese komischen Gulemiden oder was das gewesen ist, da war? Na, komm nochmal her. Ich mag meinen Feuerball. Flieg und Sieg. War immer die bessere Technik als Mund irgendwas Geschisse. Mach meine Gegner platt. Nein, da... Okay, ich hatte versucht, meinen Doppelsprung zu nutzen, aber der wird da nicht akzeptiert. Genauso wenig wie meine Visa-Card. Haha! Doch nicht, haha. Ho, ho, har. Wie viele Pilze? Achso. 6 Stück noch. Ich wollte schon sagen, 3 Stück noch. Nein, das ist die Hälfte von 6. Die Hälfte von 6. So. Naja, wenigstens hat er mir seinen Silbergroschen dagelassen. Der arme Irre. So, Moment, hier oben. Aber bis jetzt hatten wir, glaube ich, noch keine Wand oder was dergleichen getroffen, die man nur mit Hilfe eines Hiebes, die man durch einen Hieb aufsprengen musste, oder? Okay, das Ding liegt einfach so hier rum. Dann haben wir die Hälfte des Dschungels einsammelt. Getroffen. Komm, weiter. Ja, das sieht gut aus. Okay. Hier ist ein Dingelchen. Hier ist Kuhmann. So. Ist da unten? Ach komm. Shit. Kann ich seine Milch nicht mitnehmen, glaube ich. Moment. Wenn das eine Kuh ist, dann ist das... Das sieht nicht aus wie eine Kuh. Das hier. Jetzt habe ich einen Doppelsprung. Komisch. Das ist ein Rind. Das ist ein Rind und ich trinke, was das Rind abgibt in eine weiße Flüssigkeit in einer Flasche. Das ist keine Kuh. So, jemand, es tut mir leid. Mir fällt es gerade ein, ich habe vergessen, wer es gewesen ist, weil es schon ein paar Tage her ist. Oder besser gesagt, Wochen.
Und zwar, dass man auf die Kuh draufspringen muss. Arr! Dass man auf die Kuh... Wow. Draufspringen muss. In der Stadt auf die Kuh, damit man deren gute Milch oder was auch immer dann kriegt. Interessant ist aber immer noch, dass ich bis jetzt tatsächlich nur diese eine Kuh fand. Und das sind dann hoffentlich richtige Kühe. Mit richtiger Milch! Und nicht dem... der Fake-Milch. Nein, kleiner Hai-Mann. So. Ich gucke gerade nur wegen meiner Experience da durch. Jawohl. Die trauen sich einfach nicht. Komm her, Mr. Kuh. Ja, komm näher. Ich kann durch Wände. Da ich jetzt Elden Ring durch habe, muss ich nicht mehr vor Wänden kapitulieren. Das ist geil. Und vor allem, ich glaube, dass es mir ein bisschen gut tut, nicht mehr diese 1-stunden-langen Dinger, Folgen machen zu dürfen. Aber wenn es mit Xenoblade Chronicles 2 läuft, weiß ich auch noch nicht. Andererseits, keine Ahnung, bei Elden Ring hat schon so gut wie keiner mehr irgendwas geschrieben. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie nach Kommentaren battle, ne? Muss jeder wissen, wie er meint. Aber, nein, okay. Ist okay, Mr. Pflanze. Ja, mein Magen ist voll genug. Ich muss es erstmal hier... Ach, das darf nicht wahr sein. Oh. Weg. Weg. Kann ich das... Ja, das geht. Warum mache ich mir dann die Mühe? Anderweitig. Geht das nochmal kaputt, danke. Jetzt einfach... Das darf nicht wahr sein. Aber also, wir haben gut gefrühstückt heute. Da kommen wir durch. War der Pilz dann woanders? Nein! Oh, der bestgehütete Pilz, diesseits. Und der bringt mir so viel, nämlich gar nichts. Gib mal her. Pilze sind auch so eine Sache. Ich, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, früher beim, oder während des Biologieunterrichts irgendwas falsch verstanden. Wenn ich, was ich gehört hatte und mir abgespeichert hatte, ist, dass Pilze sozusagen fast unverdaut, also, ohne dass man großartig Nährstoffe daraus zieht, wieder rauskommen. Und deswegen nicht unbedingt großen nahrhaften Wert bieten. Ich habe früher tatsächlich auch nicht allzu viele oder allzu gerne Pilze gegessen, aber mittlerweile so gut gemachte Champignons, nom nom nom. Und vor Jahren war ich mal mit einem Kumpel zusammen, oder mit zwei Kumpels zusammen, bei einem, einem Italiener. Und da haben wir Pfifferlingssteak gegessen. Und ohne Scheiß, ich habe mir am Ende mehr die Finger nach der leckeren Pfifferlingssoße mit den Pfifferlingen drin geleckt als nach dem Fleisch. Mittlerweile bin ich übrigens mehr auf Fisch. Bitte töte mich nicht. Das ist echt eine Gemeinheit hier, wie sie Pflanzen hingebaut haben. Und da nicht gut gefrühstückt hat, ist mein... Nein, tu die Hand wieder runter, sonst gibt's hier... Sonst gibt's hier, Videoflags. Berechtigterweise. Oh, ich hasse diese Nazi-Golems. Nein, mein Freund. Doch, mein Freund. Arr, ja, yeah, genau, arr, mein Freund und so. Was sagt die Karte? Da oben war ich, oder? Ich weiß es gerade schon nicht mehr, ob ich da oben war. Es tut mir so leid, ich muss es nachgucken. War da der Pilz? Geht das Ding mal kaputt? Danke. Hurz! Komm schon, ich war mitten in der Luft. Wie kannst du mich mitten aus der Luft fischen? Das müsste das gewesen sein. What the fuck? Ich konnte eben ganz normal da durchlaufen. Ja, das... Nee, hier war man noch nicht. Hier leben Gegner noch. Oh Gott! Der ist gemein. Der ist fies, der ist übel. Moment. Natürlich. Das darf nicht wahr sein. What? Wie kann es sein? I call Bullshit. Der. Nein, komm her. Achso, die Projektile kann ich nur mit Feuerzeug zerhauen und nicht. Ja, klar. Sind wir jetzt mal tot, dankeschön. Da habe ich doch glatt einen Pilz übersehen, beinahe. Moment. Jetzt kommt er raus. Ich glaube es nicht. Aha! Werde nicht. Ich werde doch. Verdammt ich. Und da ist Lord Pilz. Der nächste. Gib mal weg hier. Okay, wundervoll. Das bedeutet, wir haben
Nur noch 3 Pilze vor uns. Das bedeutet, dass der Dschungel gar nicht mehr so groß sein kann. Wenn, oh, vielleicht sind wir auch einen Boss wieder da. Oh, das wird freudig und verlockenderweise. Ah ja, wo wir bei Pilzen waren. Was zum Teufel? Ich verstehe es nicht. Manchmal kannst du runter durchlaufen, manchmal nicht. Was ich super gerne mal essen würde, sind Steinpilze. Aber so richtig. Und bis jetzt hat das nie funktioniert. Oh, eine Kartoffel. Oder, ist das die Pflanze wieder? Ja. Yo, wie geht's dir, Mann? Oh, du bist es. Fühlst du es auch? Ich liebe es, feuchte, schlammige Erde. Naja, nicht unbedingt mein Ding. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dir gut geht. Versuch nicht, von meinen Bros erwischt zu werden. Ja, viel zu viele von diesen Schleimpflanzen hier. Ich kann aber verstehen, wieso die das machen. Es ist ziemlich lustig, mit Leuten wie dir herumzuspielen. Einfach seinen Schädel in den Mund stecken und dich mit der Grünkrutze füllen. Und sie kugelrund und riesengroß pumpen. Schwer zu widerstehen. Wie bitte? Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe vorhin einen anderen Wanderer gesehen. Was sehr selten ist, da es hier eigentlich nur Piraten gibt. Naja, auf jeden Fall wünsche ich dir was, ne? Danke dir. Ich mag ihn. Auch wenn er nichts bringt, ich mag ihn. Überflüssig wie ein Kopf, aber ich mag ihn. Keine Ahnung. Muss an seiner Sonnenbrille liegen, die mich an Gurren Lagann erinnert. Ich bin manchmal so einfach auszumachen. What? Nein. So, hinfort. Danke für den Umtrunk. Weg mit dir. Weg. Ich sollte mal meinen Bauchplatscher gegen die probieren. Da hat was rausgelugt und es war nicht der König Pönis. Weg mit runter mit der Hand. Runter mit der Hand. Bum, bum, bum. Das ist gut. Das ist echt gut. Das benutze ich viel zu wenig. Genau, gegen den Schleimboss in seiner Revanche, in seinem Revanche-Zustand. Hatte ich das Ding mal verwandt. Kann ich das Ding? Nein. Das geht natürlich nicht. Toll, da ist nicht mal was drin. Okay. Die hat gepennt, die Pflanze. So. Ich hoffe, wir haben noch. Moment, wir haben noch eine Ladung Saft neben uns rumliegen. Die nehmen wir auch gleich mit. So. Wobei, das wäre, glaube ich, gar nicht nötig gewesen. Ja, ist klar, ist klar. Aha. Und da gingen sie. Oh, geil, neue Füllung für meine leeren Becher. Bist du eine Kuh? Bist du weiblich oder bist du männlich? Lass mal zwischen deine Beine schauen. Nein, nein, eben nicht. Ich nehm's doch. Andererseits. Oh, ich kann nicht mehr mitnehmen. Andererseits, vielleicht sind das gar keine. Vielleicht haben die einfach nur eine Ration von ihren Kuhfrauen mitbekommen. Okay, hier ist ein ganzer Landstrich weg. Wenn man richtig reingeht. Bin ja mal gespannt, ob ich irgendwann noch einmal eine weitere Kapazitätsaufwertung für meinen Magen kriege. Wie viele haben wir jetzt? Oh, einer noch. Ich weiß nicht, ob ich. Ich weiß tatsächlich. Aha! Ich weiß. Arr! Nein. Ich kann es doch einfach einsaugen, mein Gott. Ich werde auf jeden Fall, das darf ich glaube ich an dieser Stelle sagen, nicht unbedingt darum kämpfen, dass ich alle Pilze oder sowas hier finde. Zumindest dann nicht, wenn sie nicht in der Lage sind, mir weitere Goodies zu geben. Sonst hier oben vielleicht noch was? Gehen wir erstmal hier oben lang. Oder ich könnte einfach auf die Karte gucken. Ja, das sieht nach einem geilen Geheimnis hier. Ja. Da ist das Arschloch wieder weg. Okay, dann haben wir hier den letzten Pilz. Nehme ich mal an. Oh Gott. Oh Gott. Danke. Danke, dass das passiert, während ich mich nicht wehren kann. Gib mal das Kohlengeld her. Ich muss ja noch ein bisschen was ausbauen bei uns in der Heimat. Oh Gott. Ich bin ansonsten ein bisschen überlegen, ob ich Danke. Oh Gott, im Himmel! Anders, da lang, ja. Ich bin am überlegen, ob ich noch ein bisschen. Wie nennt sich das noch gleich? Farmen soll. Weil. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist noch, scheint noch sehr viel Geld zu sein, welches wir benötigen werden. Um zumindest den Ausbau. Oder zumindest. Das ist ja dieser eine Typ.
So, genug gerastet. Das ist ja dieser eine Typ, dem man die ganze Zeit irgendwie sein Häuslein wieder verbessern darf. Und er hat... Achso, das ist, glaube ich, sein... ist klar, Chef, ist klar. Was wollte ich gesagt haben? Genau, der in seinem Shop da neue Sachen anbietet, die man auch für Geld kaufen muss. Aber man... Jo. Ist klar. Moment, ich bin gerade... Warum trifft mich jetzt alles? Aber ich habe alle Geheimnisse hier eingesammelt, ne? Jetzt... Sehr gut, es explodiert. Gib mal das weg hier. Es gibt natürlich noch... Vielleicht gibt es ja noch NPCs, die noch, auch noch interessant sind. Wir hatten ja auch diesen einen Typen... Oh, toll, jetzt hat er seine Silbermünze da unten reingeworfen. Na gut, dann nehme ich erstmal das hier mit. Ah, hier ist doch noch eine... Oh Gott. Gut, erstmal den Magen wieder kleiner machen. Oh. Nein. Nein. Ja. Dann, wenn du kommst, dann komm ich eben. So. Mach mal die aus der Entfernung Platz. Sehr gut. Da ist das Essen wieder verschwunden. Da war ich. Von hier kommt. Oh. Verdammt. Die lange Reise nur für das? Wer ist da? Na, sowas. Der Erste, der mir nicht auf den ersten Blick sofort an die Gurgel will. Das kann ich nur zurückgeben. Oh, und du kannst besser sprechen. Du kannst noch sprechen, noch besser. Hast du einen Namen? Ich heiße Laura. Suche meinen Stern. Ich bin Munch. Was bringt dich in diesen Dschungel? Ich suche nur nach einem spannenden Kampf. Ich versuche, eine erstklassige Kampfsportlerin zu sein. Diese Insel hat bekanntlich sehr große Konkurrenten. Man sagt mir nach, dass ich selber sehr gut kämpfen kann. Ernsthaft? Dann müssen wir mal gegeneinander boxen. Wenn du dich bereit fühlst, dann fangen wir an. Sofort? Hey, Munch! Rauf zu bocken? Bock zu raufen? Lass uns raufen! Bist du sicher, dass du bereit bist? Herausfordern! Yeah! Bereit zum Raufen? Sicher! Dann zeig mir, was du drauf hast. Boah, gegen... Laura, meine ich. Au! Was zum Henker machst du da? Warum reibst du dich an der Wand? Warum blockst du alles? Okay. Ist das darauf ausgelegt, dass man es nicht gewinnen kann? Ich meine, viel mehr möglich... Oder muss ich sie in der... Sie schwitzt sich am... Also wenn man sie in der... Ah, man muss sie in der Luft treffen. Okay. Kein Witz. Nach deiner langen Rede habe ich mehr erwartet. What? Ich wollte nur sicher gehen, ob du mein volles Potenzial wirklich wert bist. Oh oh. Ach so. Blähungen. Versuch, das auszuweichen, Echse. Verdammt. Okay. Und wie macht man denn jetzt das? Okay. Au. Verstehe einer die Schwachpunkte. Ha, netter Versuch, aber du hast mich unterschätzt. Ja, offensichtlich. Keine große Sache. Ich bin in der Nähe, falls du es nochmal versuchen willst. Okay, Phase 1. Oh Gott, das sieht mir nach mehreren Phasen ein. Ich werde hier noch ein wenig herumlungern. Das ist ein super Ort zum Trainieren. Falls du ein Rematch willst, kannst du mich jederzeit fragen. Oh Gott, bei dieser Langsamkeit der Steuerung, wenn wir bei Elden Ring sind, ist das echt schwierig, die irgendwo zu treffen. So. Ja, jetzt bin ich zwar nicht mehr fett, aber vielleicht dafür etwas agiler. Okay, wir warten darauf, dass sie uns entgegenkommt und dann hauen wir sie. Okay. Keine Ahnung, ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Also reagieren kann man nicht. Ernsthaft? Also ich kann nur unten drunter. Ah, okay. Okay, wieder was verstanden. Wenn sie schwebend nach oben schwitzt, dann ist die Frage, ob sie das auch mit ihrem Fettpotenzial so macht. Na, probieren wir das mal. Vielleicht habe ich das eben irgendwie genau zu den falschen Zeitpunkten.
da ist es jetzt. Gut, das funktioniert genauso wie in Phase 1 auch. Muss nur mal rausfinden, wie es funktioniert. Alter, dann ist das ja super easy. Selbst der Platscher platscht immer dann daneben. Ich mag vor allem das Wuff. Gott, und ich habe mir Sorgen gemacht. Mist, du bist viel zu schnell. Du bist aber auch nicht schlecht. Arf! Arf! Auf jeden Fall. Das heißt auf jeden Fall, dass ich mich noch bessern kann. Wenigstens kam ich hier nicht umsonst hierher. Seht ihr, und deswegen lohnen sich Rückwege manchmal. Das war wirklich beeindruckend. Das war nun wirklich genug Training für heute. Falls du mich suchst, dann bin ich am Strandressort. Sag's, wenn du wieder Bock zum Raufen hast. Oh ja. Boah, ich kann nicht mehr. Ich warte. Okay. Dann warte nicht so lange, Baby. Oh, ich ess mal wieder was. Oh, ich sehe aus wie ein Glumanda, glaube ich. Sehen Glumandas so aus? Ich glaube, sie waren auf jeden Fall rot. Oh, ich und Pokémon. Wir werden niemals Freunde werden. Alle Versuche, es zu spielen, gehen zu Grabe. Das Einzige, was dir nahe kam, war mal dieses Tohumon, was ich mit Deathborn, das jetzt seit grauer Zeit Dr. Nagi heißt, warum auch immer. Durfte mal was für ihn einsprechen vor vielen Jahren. Für ein Hörspiel oder sowas? Da ging es jedenfalls um einen Dr. Nagi und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch danach benannt. Vielleicht ist da eine große Sache draus geworden, ich weiß von nichts. Vielleicht kriege ich noch Geld! Nein, Scherz. Jetzt kriegst du auf jeden Fall... Was? Wieso fällt das einfach... Du bist tot? Gut. Ich bin tot? Gut. Weg hinfort! So, das Geld kriegen wir nie mehr wieder. Hier droppt eh nichts. Ah ja, stimmt, hatte ich mich ja letztes Mal ein kleines bisschen drüber aufgeregt. Ja, toll. Oh, habe ich so viele neue Skills, die freigeschaltet sind. Und kann keins davon verbessern. Ah, okay, verstehe. Ja, grinst du nur. Immer mitten in die Fresse rein. Okay. Gib Kohle her. Du sollst Kohle schicken. Oh, und praktischerweise die letzte Dehnung. Okay. Was zum Henker ist die letzte Dehnung? Ist das ein Bosskampf hier? Okay, doch keiner. Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Bist du, oder Moment, ich kann nochmal hier Fähigkeiten nachgucken. Was haben wir denn hier falsch? Den Bauchplanscher wollte ich ja nochmal benutzen. Was war das denn hier? Nahrung. Ja, nehmen wir das hier. Eierbomben bringen nichts, aber das ist erhöht magischen Schaden. Den benutze ich. Nur für den Fall, dass Gegner wie die Luftgenne häufiger kommen, machen wir es mal auf 30. Und dann kann ich den Bauchplatscher nicht mehr machen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.